Was will Wladimir Putin eigentlich erreichen? Wenn ich Sie direkt ansprechen darf. Er will mit Sicherheit im Lande Erfolg haben. Ich glaube, das ist das Erste. Er hat ja angedeutet, dass er die Ukraine zu etwas zwingen möchte, in allen seinen Reden, die er vorher gehalten hat. Und wer die Reden gelesen hat, der ahnte schon, dass es schlimm kommen würde. Vor allem auch, weil im Vorfeld mit seinen Reden der Aufmarsch schon begonnen hatte und die Ukraine umgeben war von marschbereiten Truppen. Was er möchte ein Glacis in der Nähe der Ukraine, in der Nähe von Russland sichern. Das hat er auch deutlich so bekundet. Die Frage ist nur, wie man das macht. Und das, was er jetzt gemacht hat, spricht allen sonstigen Verpflichtungen, Völkerrecht, was immer auch, Nachbarschaft, Hohn. Und es spricht auch seinen eigenen Worten Hohn, was er immer über die Ukraine als Freund, als verwandtes Land, als Brüder, als auch der gleichen christlichen Gemeinschaft angehörend laut gesagt hat. Ein absoluter Widerspruch, ein riesiger Fehler.